Moin Leute und willkommen zu Free and Awesome. You have 10 seconds. Genau, ist das Spiel des heutigen Tages, denn Pascal und ich, wir haben uns nämlich gedacht, es gibt haufenweise kostenlose und vielleicht auch großartige Spiele auf Steam, doch welche sind wirklich gut davon und welche sind eher bescheiden? Das werden wir für euch rausfinden und heute testen wir You have 10 seconds. Genau. Ich weiß gar nicht, wie die Steam-Bewertung dazu war. Könnten wir vielleicht gleich nochmal nachgucken. Ich meine, sie hat sich gar nicht so schlecht angehört, sogar irgendwie größtenteils positiv. Bei sehr wenigen Reviews auch wahrscheinlich. Irgendwie das bei 8 Stück oder so. Schon eher unbekannt, das Spiel. Genau. Klingt aber interessant. Klingt sehr schwer, finde ich. Ja, wir haben einmal kurz reingespielt. Und hier funktioniert es auch schon wieder. Irgendwie bewegen. Okay, mit den Kreuztasten kann ich mich tatsächlich bewegen. Genau, wir spielen es nämlich mit dem Controller. Vielleicht ist es leichter, vielleicht auch nicht. Wir starten jetzt. Pascal ist am Controller erstmal. Wir wechseln uns immer ab. Und los geht's. Sobald wir gestorben sind, oder? Okay. Ja, können wir machen. Okay. Oder, nee, wir können auch mal jedes Level. Okay, das ist ja witziger. Jedes Level. Gut. Dann fange ich mit dem ersten an. Wir haben 10 Sekunden, um von hier in die Tür zu kommen. Aber ist schon mal ganz gut, und du bist um es uns zu erklären. Und jetzt bin ich dran. So, mit A springst du, genau. Ah, okay, und ich hätte nicht sterben dürfen. Okay, und Pascal ist wieder dran. So. Du kannst auch, glaube ich, so schnell einfach nicht sterben. Und Sebi ist wieder. Ich bin dran. Und. Oh. Nein. Ich komme da nicht mehr runter. Okay, es ist so. Okay, ich bin wieder dran. Okay, Pascal ist wieder dran. Also, das Spiel ist. War doch überhaupt nicht schwer, ey. Mega hektisch. Ja, ich stand da. Das ist so ein witziger Couchcore, finde ich. Da steht sich gerade raus. Guck mal, da sind auch andere. Ich glaube, da darfst du auch nicht reinspringen. Oder? Lieber nicht. Hä? Doch, vielleicht war es auch gut. Ach, du hast ein Leben bekommen. Ah, ich muss die einsammeln. Okay, das war also doch gut. Geil zu sammeln. Und dann? Ein Bonusleben. Vielleicht. Ich weiß nicht, aber verliert man wirklich? Ach, wir müssen. Wir dürfen gar nicht zu oft verkacken, oder? Also, das ist so umgedreht jetzt. Wow. Das ist ja dies. Jetzt kommt da. Nee, nee, nee. Befeuert nein. Mich. Mein Geist. Ich kann tatsächlich nicht bekommen wir nur ein Leben. Muss man dann alles schaffen oder fängt man dann komplett leer? Es überfordert das Gehirn doch sehr, muss ich zugeben. Ich muss mich aber extrem konzentrieren dabei. Und? Das da wird man so rüber gedrückt dann. Ja. Das ist ja fies. Und Pascal ist auch gestorben. Ich weiß nicht, kannst du noch... Ach, wir haben keine Leben mehr. Wir haben alle Leben tatsächlich verloren. Müssen wir jetzt komplett von Anfang anfangen? Ja, ich glaube schon. Wir haben es nicht mal ins erste Level geschafft. Ganz so 2 Minuten tatsächlich. 2 Minuten lang haben wir gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist irgendwie derbe lustig. Ja, es ist witzig, halt sich so dabei abzuwechseln. Ja. Also für so einen kleinen Couch-Koop finde ich es halt auch irgendwie so gefühlt ein Handyspiel eigentlich. Ja, es fühlt sich so ein bisschen so an. Aber billig gemacht, aber es bringt echt Spaß. So wie die alten Sega-Games oder sowas. Ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst. Diesmal das Leben da einsammeln, das brauchen wir echt noch. Ja, aber. Aber diesmal starten wir auch mit 3. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie viele Levels gibt. Kannst du irgendwas über den Entwickler sagen oder so? Nee, gerade leider noch nicht. Ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut. So ein bisschen Zweck. Oh, pass auf, ey. Muss echt ganz vorsichtig. Nee. Erstmal rübergehen und dann springen. Ja. Nein. Jetzt hat die Zeit, ey. 10 Sekunden. Okay, aber jetzt habe ich es gerade rausgehabt. Warte. Also, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, so langsam geht's, ey. So, das Ding nochmal wieder. Ich glaube, sind wir eben gestorben, ne? Jetzt haben wir noch 2. Hier sind wir gestorben. Glaube ich, oder? Nee, das danach war's. Das danach. Ich hab echt Angst wegen der Zeit, ey. So, jetzt da müssen wir gegen. Pass auf, da sind wieder diese Stacheln, ne? Ja. Okay, das ist wirklich irgendwie witzig. Also es ist mega schwer, mega hektisch. Double Jump. Ja. Cool. Doppelsprung. Cleared! Area 1 geschafft, auf einen High. Sehr gut. Ach so kommst du also doch weiter. Ja. Ich werde jetzt haben wir Area 2 freigeschaltet, oder? Genau, jetzt haben wir Area 2. Das ist auch dieses Ausrufezeichen. Okay, es ist mega hektisch und stressig. Also so ein witziges kleines Spiel, finde ich. Ja, für 2 Leute. Ja, nicht zum Entspannen. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass es halt, wir werden gleich auf jeden Fall nochmal kurz in Stage 2 reingucken oder Area 2. Ganz genau. Bei dem ersten haben wir einen goldenen Stern, ist das gut? Es kommt drauf an, ob es auch noch einen silbernen und einen bronzenen Stern gibt oder ob es 3 Sterne gibt. Hä? Doppelsprung. Genau. Das behalten wir. Ja, das behalten wir. Oh Gott. Ich weiß nicht, dieser Countdown stresst mich extrem. Oh. Ist auch noch mit dem Teleport. Ja. Hier geht das, aber das ist alles wieder ziemlich moderat. Was? Ziemlich moderat? Okay. Was? War das 2 Leben gerade schon? Lauf dagegen an, lauf dagegen an. Nein, wir sind schon wieder reingefallen. Oh, und jetzt sind wir tot. Okay, da haben wir jetzt ganz schön viel verbraucht. Aber man muss sehr schnell scheiden. Also ich glaube, es baut halt anscheinend noch sehr viel auf Trial and Error.
Und es ist wie die alten Spiele, du musst dich halt echt so. Ja. Wie viele Stages gab es pro Area? 10? Ich Ja, glaube, ich eben kann mich gut mitgezählt zu haben, vorstellen, und ich ja, meine, es kann gut waren so sein. um die 10. So, und dann wieder hier den Double Jump. Ich weiß auch leider nicht. Oh Gott, nein! Pascal, nein! Es ist schwer, sich zu konzentrieren und dabei was zu sagen. Ich weiß auch eben nicht, wie wir das Problem Oh, von eben. Jetzt hast du das schon nein! das erste Level verschwendet. Oh, das war nicht so ganz clever. Ah. Sagt er und läuft zurück, um nochmal reinzusterben. Eins haben wir ja noch. Oh Mann. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das andere Okay, schaffen. lauf gegen an! Ja, ich laufe ja schon. Jetzt nicht zu viel, Ja, ja. ja. Sehr gut, das Leben? Nein! 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 Ah, ärgerlich. Okay, gleich gibt's noch einen Versuch. Ich muss Ja. sagen, ich habe viel Spaß dabei. Gerade Es jetzt schon. ist richtig cool. Es ist irgendwie witzig. Also so viel zwischendurch. Hätte Ja. jetzt auch keine 10 Euro dafür ausgegeben, aber Nein. wie die Überschrift schon sagt, es ist free to play. Genau. Aber es ist Also. auch awesome. Muss ich echt sagen. Also Ja. ich sag mal, jetzt nach einer halben Stunde wird es wahrscheinlich schon öde werden. Ja, Aber natürlich, das ist wenn so man es eine dann nicht Sache, die schon machst durch du halt hat. irgendwie einen Tag lang und irgendwann wird es halt auch echt repetitiv. Ja. Weil es halt immer das Gleiche ist. Aber Ich sie weiß bauen jetzt. ja schon so ein paar neue. Boah. Ach, neue Level Es auf. ist halt dieser. Genau, und jetzt in Okay, die warte. andere Richtung, ja. Und jetzt versuchen das Leben teilen. Ach, fuck. Ja, man kann da, glaube ich, mit dem Doppelsprung sogar mal so probieren. Jetzt vorne. Shit. Das war Da schon wieder stumm. drauf. Ah! Wir scheitern ja echt an diesem einen Level. Also Wollen wir es es einfach so ist machen, dass halt. Warte einer mal, ich durchgehen probiere es jetzt muss. einmal Ja. komplett und danach probierst du es noch einmal komplett. Ja, also es ist So, wirklich aber. sauschwer, das Spiel. Nein. Bloodborne ist nichts dagegen Wie weit bist von du eigentlich Dark mit Bloodborne Souls. inzwischen? Bist du durch oder hast du aufgegeben? Ich komme nicht mehr so richtig weiter. Also, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin schon relativ weit, aber inzwischen stehen die Gegner auch wieder auf und das macht das Spiel dann doch äußerst Oh schwierig. Gott, warte mal. So, jetzt. Nein! Ja, sehr gut. Das gibt es Man nicht. muss erstmal runter und dann Doppelsprung wieder hoch. Um das Leben zu kriegen. Ja, Aber du musst halt denke aufpassen, ich. dass du in der Zeit nicht, Ja. also dass die Zeit halt nicht abläuft. Ja. Aber dieses Prinzip der 10 Sekunden Levels finde ich schon cool. Das ist auf jeden Fall echt irgendwie interessant. Bist halt aber voll gestresst dadurch, ne? So, jetzt geh ganz, ganz langsam. Ja. So, erstmal mal runter. Oh, sehr gut. Ah, Hammer! da haben wir das Über da. extra Leben. Haben wir nochmal ein extra Leben? Nein, das war zu viel. Okay, vielleicht. Nee, Ah, nee, ich bin ja du bist selber da. weiterhin. Du kannst Nein. dir auch nochmal das extra Leben holen. Da kommen drei Stück haben wir noch. Oh, ich springe jedes Mal. Das ist einfach dieser Reflex zu Okay. springen, was äußerst irritierend Ach, da ist. unten sind ja gar keine von diesen Oh, ich hab's wieder Stacheln. geschafft. Ja, genau, aber man. Das ist ja furchtbar. Das ging Weil diese schnell. Dinger da oben machen, glaube ich, nichts. Oh Gott. Sollen wir ganz langsam in das Ding vielleicht von da aus? Man muss so schnell umdenken, ey. Ja, man muss unglaublich schnell denken und. Ich glaube, das war's. Ja, ich bin Ja, raus. ärgerlich. Okay, aber Ja, es gut, macht ein. total viel Spaß. Also, Es ist echt nicht schlecht. Ja, wir ich bin erzählen hier auch. gar nichts nebenbei, weil es Ja, einfach wie schon gesagt, so wir haben auch lustig keine ist. Ahnung, wer die Entwickler sind, wie lange es geht. Da waren wir irgendwie letztes Mal ein bisschen besser vorbereitet. Also ich möchte mich aber auch einmal noch konzentrieren dabei. Ja, Weil macht nichts, irgendwie dann erzähl. hattest du so ein bisschen was vom Ehrgeiz. Ja, das Spiel Aber. verzichtet auf Story oder sonst irgendwelche anderen Sachen. Das ist einfach gutes Es ist Gameplay. einfach so ein Ah! schwieriges, kleines, nettes Spiel für nebenbei. Manche Ja. Leute haben schon mit den einfachen Leveln Schwierigkeiten. Quatsch. So. Jetzt habe ich es So, auch geschafft. jetzt hast Und du wie hier war auch noch das? mal das Irritierende. Also es überfordert jetzt, du weißt natürlich jetzt, wie es geht, aber am Anfang überfordert es also mich persönlich schon sehr, dieses Umdenken auf Oh Gott, du bist und hier das Um. reingesprungen? Ja, Oh Gott, ich und habe dann ja geht er da runter und dann bewegt sich und dann auch. ist man unten auf einmal schnell. Warte, ich glaube, da muss ich doppelt springen, ne? Ich glaube, da kannst du keinen Doppelsprung stößen. Doch! Ah, Am okay, nächsten Level. das war das, der Trick. Okay, Gott. jetzt können wir doch nochmal ein Level zeigen. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Dahin und dann da oben rein. Oh, ich hatte nur noch 2 Sekunden übrig. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich beweg dich. Ah, da. Hä? Oben links bist du. Spring. Spring. Ach! Oh, das ist ja richtig dreckig. Wie viel habe ich noch? Null. Spring. Scheiße. Okay. Ja, gut, reicht Ich würde aber auch. sagen, das reicht für einen guten ersten Eindruck. Um das zu sehen. Ja, ich hatte Spaß. Also, Ja, es ist wenn nicht es. nur free, sondern halt auch awesome. Ja, definitiv. Also, das ist ein sehr, sehr kleines Spiel. Für Aber. eine Stunde oder so abends. Ich Ja. weiß nicht, ob man das halt irgendwie mit mehreren Leuten da groß spielen kann. Also, zu zweit war es jetzt halt eigentlich auch schon ganz witzig, zu gucken, wer weiterkommt. Ja, auf jeden Fall. Wir können mal gucken, ob es.
Ich weiß nicht, gibt es nur 4 Stages? Ich fürchte ja. Ich fürchte, das wird nach 4 Stages aufhören. Ja, gut, aber es ist umsonst. Eine halbe Stunde Spaß kann man dadurch bestimmt haben. Definitiv, wenn ihr zu Hause sitzt und euch langweilt und vielleicht sogar zu zweit seid und denkt, oh, weiß ich nicht, Schere, Stein, Papier ist langweilig geworden. Wir brauchen mal was Neues. Dann haben wir einen richtig awesome und einen unglaublich leistungsstarken Rechner dabei. Ja, das ist auch das Gute. Jeder Rechner wird dieses Spiel schaffen. Ja. Oder eine elektrische Zahnbürste notfalls auch. Wie groß war das? 33 MB? Ja, ich glaube 33. Megabyte. Okay. Ja, also notfalls kann man es auch mal übers Handy runterladen. Das verkraftet auch der O2-Vertrag. Die 33 MB spielt man halt ein bisschen weniger Pokémon oder so. Und versucht da ein bisschen was einzuspeichern. Also ich habe, glaube ich, gefühlt diesen Monat, allein für Pokémon, ich habe mal nachgeguckt, irgendwie 150 MB habe ich jetzt schon raus. Und wir haben den 10. Ja, aber ist ja jetzt auch nicht so viel. Das geht ja noch. Ja, aber nur für eine App. Ich finde, also, es saugt doch viel. Es ist auf jeden Fall, dafür hätte ich mir jetzt hier 5-mal das Spiel runterladen können. Das ist wahr. So, wie auch immer, wir haben euch hoffentlich einen kleinen Einblick gewähren können. Wie fandet ihr es? Habt ihr es halt auch irgendwie schon gespielt? Falls ihr noch irgendwelche Anreize für uns habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns jetzt an dieser Stelle verabschieden und sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.